Manfred. Vielleicht ganz kurz, dann Statement zum Spiel. Ja, ich glaube, das war das erwartet enge und schwierige Spiel. So wie ich es vor dem Spiel schon gesagt habe, dass einfach die Fans den Ausschlag gegeben haben. Die haben uns unterstützt, die haben uns getragen. War beeindruckend die Stimmung heute. Das ist Austria Wien, wie ich es aus meiner Zeit noch kenne. Und es freut mich sehr, dass es heute so passiert ist. Zum Spiel selber, was eigentlich so, wie man es als Zuschauer vorstellt, dramatisches Spiel mit allem drinnen, was man sich nur vorstellen kann. Ein richtig, richtig starker Gegner, da muss ich noch einmal betonen, spielen einen richtig guten Fußballer, die haben uns alles abverlangt. Robin Duttmacht hat mit seinem Team einen riesen Job. Und umso beeindruckender, wie unsere Jungs da dagegen gehalten haben. Erste Hälfte haben wir ein bisschen gebraucht, so 10 Minuten, 12 Minuten, keine Ahnung, wie es genau war, um ein Spiel zu finden. Aber dann haben wir zwei klare Chancen gehabt, also zwei große Chancen gehabt, um in Führung zu gehen. Ja, das war sehr kampfbetont und ja, am Ende war es dann sehr emotional, auch mit meinem Ausschluss, darf man so in der Art und Weise nicht passieren. Aber Gott sei Dank habe ich niemanden beleidigt, nur unsere Getränkekiste getreten. Also ja, wird mir so auch nicht mehr passieren, glaube ich. Danke Manfred, eure Fragen bitte. Bitte Klöbel. Also ich habe sie natürlich miterlebt, ich bin ja nicht so weit von der Ersatzbank weggestanden. Ja, war sehr dramatisch, man kann... Hast du gehört, ob das da mehr oder hast du das gehört? Im ersten Moment nicht, aber dann hat er so eigentlich in unsere Richtung gesehen und an dem Blick hat man schon gesehen, dass das dramatischer ist. Es war, ja, man kann Lokoschwili nur gratulieren zu seinem Einsatz, vielen Dank sagen. Das ist schon, wenn man dann einmal, auch wenn man die Ausbildung hat und man ist in so einer Situation, ist es dann schwierig, die Verantwortung zu übernehmen und sich so die Entscheidung zu treffen, da einzugreifen und zu helfen. Den Georg geht es mittlerweile besser. Er hat mich gefragt, nachdem, ob wir gewonnen haben, hat dann abgeschlagen mit mir. Er ist ein bisschen verwirrt, aber ja, er wird jetzt noch abgeklärt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es den Umständen entsprechend gut geht. Ja, also denke ich, hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt nicht. Die Perversion, dass eigentlich nur ein Punkt fällt, trotz der Ersten. Ja, ein rechnerischer, das könnte eigentlich nur treffen. Ja, auf jeden Fall, und das ändert. Also, ich habe gesagt, drei Siege könnten reichen. Jetzt ist es aber so, dass wir ein viertes Endspiel haben, was ich ja immer gesagt habe, es sind vier Endspiele, genauso werden wir das angehen. Wir werden nicht auf einen Punkt spielen, wir wollen das Spiel gewinnen. Dann sind wir fix in der Meistergruppe und wir werden auch nicht weiterhin nicht auf die anderen schauen. Unter der Woche einfach eine Mannschaft gesehen, die nicht gezittert hat, die war entschlossen, die war bereit für dieses Spiel und das hat man heute gesehen. Wie bewertest du die zwei Entscheidungen vom VAR? Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nicht live gesehen. Für mich war nur das Ärgerliche daran, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Entscheidung kommt. Dann ist es für mich, weiß ich nicht, ob das dann eine klare Fehlentscheidung ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen, deswegen möchte ich es auch nicht beurteilen. Das waren zwei sehr enge Entscheidungen, habe ich gehört. Ja, ist leider so passiert und Gott sei Dank ist es noch gut ausgegangen für uns. So, weitere Fragen. Als Spieler einige, ja, aber als Trainer die erste. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Haben Sie das irgendwie angesprochen, gleich dann, warum das so lang dauert? Ja, genau. Also ich bin zum Schiedsrichter hingegangen und wollte eigentlich wissen, was die Situation war. Und er hat mir dann geschildert, dass es Elfmeter war. Und er hat es aber auch nicht so entschieden, sondern der VAR hat sich ja eingeschaltet. Und ich habe ihm dann auch erklärt, dass für mich das Problem daran war, dass er eben so lange gebraucht hat, dass er das entscheidet. Deswegen war es für mich nicht glasklar und deswegen auch mein Ärger darüber. Wenn der hingegangen wäre, jetzt schaut sich das Video an und sagt, Elfmeter, dann gehe ich davon aus, dass das klar ist. Aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich vertretbar ist, wenn es gibt. Aber ob es klar ist, kann ich so jetzt nicht sagen, müsste man dann nochmal anschauen. Gibt es noch weitere Fragen? An den Trainer. Wenn das nicht so ist, dann danke fürs Kommen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Heimspiel alle wieder. Dankeschön. Danke.